Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich wieder ein Video und zwar ein Video, was, glaube ich, mir sehr, sehr viel geholfen hätte, wenn ich begonnen hätte mit Online-Shopping. Und zwar so ein bisschen Do's and Don'ts, also auf was muss man achten, was ist das Beste, was sind so Tipps und Tricks auf jeden Fall beim Online-Shopping, die ich auf jeden Fall mir selber auf jeden Fall ganz, ganz sicher einfach nur übergeben hätte und gesagt hätte, da, bitteschön, schau dir einfach die Sachen an und mach das so und vielleicht manchmal auch nicht so, wie ich das getan habe. Ich beginne dann gleich mit den Don'ts, also die Sachen, die man vermeiden sollte. Und zwar habe ich mir da aufgeschrieben, kauf nicht das Erste, was du siehst. Und damit meine ich so ein bisschen, schau dir wenn du auf einer Online-Page bist, also dies noch kurz vorab, das ist jetzt mehr auf Make-up bezogen, kann aber natürlich auch auf Gewand oder so bezogen sein. Aber für mich ist es, also ich kaufe hauptsächlich Make-up-Produkte online und natürlich auch Gewand, aber am meisten Make-up und ist es so ein bisschen inspired by Make-up. Aber wie gesagt, das sind, glaube ich, Tipps, die man auch generell beim Online-Shopping benötigen könnte. Und zwar kauf nicht das Erste, was du siehst. Und da meine ich eben, wenn du dir ein Produkt, wenn du durchgehst, dass du nicht einfach sagst, oh, das sieht voll toll aus, kauf ich sofort. Und zwar, dass du eher mehr dir alle anderen Produkte anschaust, vergleichst und einfach nur nicht das Erste, was oben eben ist. Das heißt, bisschen mehr schauen und so. Zum Beispiel, ja, also nicht vielleicht jetzt die ganze Webpage durchschauen, aber dann doch, wenn man schon Geld dafür ausgibt, dass man sich dann doch ein bisschen Zeit nimmt. Überlege gut, ob du es haben möchtest. Das ist etwas, das mir sehr, sehr oft passiert, heute natürlich auch noch, aber auch wie ich zum Beispiel viel weniger verdient habe, war es oft so, oh mein Gott, jetzt habe ich Geld und ich kann alles kaufen, was ich möchte und ich kaufe mir alles, was ich haben möchte und oh mein Gott, das ist gerade urbeliebt, oh, ich muss es sofort haben. Wo ich das einfach dieses Überlegen, brauchst du es wirklich, willst du es wirklich haben, ja. Ich muss dazu sagen, manche dieser Tipps müsste ich mir auch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, weil ich soll auch manchmal, glaube ich, besser überlegen, ob ich die Sachen wirklich brauche, anstatt es sofort zu kaufen. Aber auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt und für viele, die regelmäßig online shoppen, glaube ich, auch etwas, was man gut benötigen könnte, dass man da manchmal dann wieder zurückkommt und denkt, brauche ich das eigentlich? Ist es jetzt schon die 200. Lidschattenpalette, also ja. Und dann auch, ich meine, natürlich ist auch, wenn man zum Beispiel wirklich regelmäßig Online-Shopping macht, dass man dann auch das in Realität eher mehr setzt, ob man das überhaupt verwenden kann. Also es ist ja unnötig, wenn wir einfach nur diese Kauf-Kauf-Kultur haben und dann unsere Sachen gar nicht benutzen können. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Natürlich denken sich jetzt viele, okay, so viel Make-up, wie ich habe, das kannst du doch gar nicht benutzen. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr optimistisch. Aber ich will auf jeden Fall die Produkte denen auf jeden Fall Liebe schenken. Also, dass ich einfach nur ein Produkt, ohne es zu benutzt habe, einfach nur die Klatte oder so, ist für mich einfach, das mache ich nicht, weil das ist halt schon mein hart verdientes Geld, das ich eigentlich da reingesteckt habe. Und das ist, glaube ich, auch so, überleg dir halt auch gut, ich meine, das ist dein Geld, du hast dafür extremst viel gearbeitet oder deine Eltern haben extremst viel dafür gearbeitet. Überleg dir gut, ob du das haben möchtest, dass du dann nicht später nämlich das dann so denkst, oh Gott, das wollte ich eigentlich, ich hätte das viel lieber gehabt.
Also wirklich, wirklich gut überlegen. Jetzt kommen wir zu den Do's. Also das sollst du machen. Und zwar schau dir Reviews an. Das finde ich ist super, super wichtig. Muss natürlich nicht auf YouTube sein. Ich finde am besten wäre es, wenn man YouTube-Reviews schaut und dann nicht nur eine und meistens auch die, wo man wirklich das Vertrauen hat, dass man weiß, dass jetzt nicht alles gesponsert ist und dass die Person das jetzt nur sagt, weil sie dafür bezahlt wird. Natürlich ist es, ich meine, das ist, glaube ich, der Job eines Influencers, dafür bezahlt zu werden. Man macht ja Werbung für die Produkte, aber dann doch, dass man das Gefühl hat, dass die Person nicht immer gute Reviews abgibt, dass immer alles so wundervoll ist, sondern dass man das auch wirklich das Vertrauen hat. Und ich würde dann auch immer empfehlen, mehrere Reviews einfach zu schauen und die Reviews auch auf den Online-Pages, also bei den Produkten, da kannst du ja unten immer schauen. Ich würde empfehlen, eher mehr die niedrigen Bewertungen sich anzuschauen, weil die positiven Bewertungen können auch gefaked sein. Also Firmen bezahlen auch dafür, dass eben diese positiven Bewertungen dort stehen. Also würde ich eher mehr empfehlen, eben die negativen zu lesen, würde dann aber auch, natürlich gibt es Leute, die einfach nur so immer Negativität verbreiten möchten, aber dann auch, was sind die negativen Punkte? Ist es konstruktive Kritik? Sind das Kritikpunkte, die für mich mich betreffen würden? Oder sind das Kritikpunkte, die ich vielleicht sogar gut finde in gewissen Produkten? Kann natürlich alles Mögliche sein. Manche sagen zum Beispiel, oh, das war Ur-Dewy Finish, es war total ölig und das ist einfach runtergegangen, hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Und vielleicht die mit, wo man weiß, okay, ich habe einen trockenen Hautton, das könnte für mich dann eigentlich super funktionieren. Also wirklich Reviews kann ich nur empfehlen. Ich schaue auch immer gerne Reviews an, bevor ich gewisse Produkte kaufe. Vor allem bei Produkten, wo ich sage, okay, jetzt gebe ich eine Menge Geld aus. Schaue ich mal, ob das überhaupt funktioniert. Als nächstes vergleiche Produkte. Und was meine ich damit? Dass du eben, du hast dieses Konzept von einem Produkt. Und dann kannst du ja schauen, okay, es gibt so ein ähnliches Konzept. Welches hätte ich lieber? Was ist für mich wichtig? Weil das ist ja, also Online-Shopping ist ja extremst individuell. Kommt natürlich immer auf dein Budget an. Möchtest du viel Geld dafür ausgeben? Bist du eher mehr ein High-End-Typ? Möchtest du eher weniger Geld ausgeben? Hast nicht das Budget dafür, dass man das einfach vergleicht? Und dafür sind natürlich auch immer Dupe-Videos super, super toll, weil man da sieht natürlich, was es für Alternativen gibt. Also, dass man da einfach seinen Research macht. Weil, wie gesagt, es wäre super, super schade, wenn du dir die ersten Male sozusagen was beim Online-Shopping kaufst und es einfach nur überhaupt nicht das ist, was du eigentlich dir erwartet hattest. Genau, also auf jeden Fall Produkte vergleichen ist, glaube ich, wirklich key. Also wirklich vergleichen, vergleichen, schauen, was möchte ich, was wirklich sich diese Fragen stellen, anstatt einfach nur auf den Pay-Button zu drücken. Ja. Schau mehrere Online-Pages an. Und zwar, da meine ich eben, es gibt ja nicht nur eine Online-Page, wo du die Produkte kaufen kannst, sondern es gibt mehrere. Vor allem beim Make-up ist das so, wo ich auch oft den Fehler gemacht habe, dass ich dann gesehen habe, okay, auf der Page ist es viel teurer wie auf der. Dann musst du dir aber auch immer ausrechnen, wie das ist mit Shipping und so, also mit Lieferung und so, damit du das alles dir sozusagen ausrechnen kannst, dass du eben nicht dann dich ärgerst, weil du dann siehst, dass es auf einer anderen Page viel, viel billiger ist. Das ist natürlich super, super ärgerlich. ist mir auch schon oft passiert. Bei mir war es zwar so, dass ich das ein paar Lidschatten von Makeup Revolution im Geschäft gekauft habe, das war in Schweden, und dann bemerkt habe, dass sie online einfach um 10 Euro billiger waren. Das heißt, ich habe 20 Euro bezahlt und sie hätten eigentlich nur 10 Euro bzw. 11 Euro gekostet, aber trotzdem, you get the point. Ich hätte mir fast eigentlich zwei Paletten für den Preis kaufen können.
Und da war eben mein Research nicht gut genug. Ich habe eben nicht verglichen. Und das auch einfach wirklich immer diese Vergleiche ziehen. Es ist natürlich ein bisschen ein Research, aber ich denke mir, wenn euch euer Geld wichtig ist, dann macht ihr diesen Research, damit ihr dann nicht später euren Einkauf bereut. Als nächstes habe ich Free Shipping. Also Free Shipping würde ich schon empfehlen. Dadurch, dass ich einfach finde, ich würde warten, so würde ich das persönlich machen, ich würde warten, bis ich mir ein paar Produkte überlegt habe, die ich unbedingt haben möchte. Warten, bis die alle zusammen sind und dann über das Limit sozusagen drüber gehen. Weil ich persönlich finde, für eine Lieferung Geld zu bezahlen, super, super unnötig. Wenn du denkst, für das Geld könntest du noch ein Produkt haben. Also ich finde Free Shipping auf jeden Fall diese Gelegenheit nutzen. Und ich meine, auf gewissen Online-Pages gibt es ja sogar, dass man Punkte sammeln kann und dadurch dann auch noch Geld sparen kann. Also wirklich das nutzen, weil sonst ist natürlich schade, weil das ist Geld, was man sich ersparen kann, beziehungsweise was man, wo man einfach ein Produkt dafür bekommt, was für eine Lieferung, die dir persönlich ja nicht wirklich was bringt. Ja. Finde ich das einfach wert, das auf jeden Fall. Free Shipping ist für mich etwas, das habe ich zum Glück schon am Anfang immer gemacht, dass ich immer über das Limit gehen wollte, weil für eine Lieferung Geld zu bezahlen ist für mich einfach no. Also das mache ich nicht. Als nächstes noch am Schluss, der letzte Punkt ist, warte und überleg. Also wirklich dieses überleg dir, willst du das haben, brauchst du das? Einfach diese ganzen Punkte auch mal runterschreiben und dir wirklich diese die Sachen gut überlegen. Weil natürlich brauchst du jetzt nicht 4 Wochen überlegen, ob du ein Produkt haben möchtest oder nicht. Darum geht es zum Glück nicht. Es geht mehr darum, dass du einfach dir ein paar Tage, vielleicht 2, 3 Tage Zeit nimmst und dir das überlegst. Wenn du nicht als Influencer arbeitest, brauchst du die Produkte nicht sofort, sofort. Ich verstehe natürlich diesen Drang, Sachen sofort zu haben. Wenn sie jemand toll findet, denkst du, ich will es auch, ich will es auch, ich will es auch. Aber ich würde sagen, anstatt dieses, oh mein Gott, ich will es, ich brauche es jetzt sofort, eben da ein bisschen überlegen, okay, aber ich habe eigentlich 15 rote Lippenstifte. Brauche ich jetzt wirklich noch einen? Das meine ich dann eher. Also, dass man das eher ein bisschen mehr smart macht. Als letzten Punkt würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr gewisse Produkte habt, dass ihr auf Sale wartet. Es gibt eigentlich immer Sale. Es gibt natürlich ein paar Produkte, die einfach so gehypt sind, dass sie nicht in den Sale kommen. Aber ich habe einfach bemerkt, dass die meisten Produkte, die ich gekauft habe, später dann einfach in den Sale kommen, weil einfach unser Markt so überfüllt ist. Es gibt so viele Produkte und es einfach unmöglich ist, die einfach alle für den normalen Preis sozusagen an die Leute zu verschippen. Also für den normalen Preis, dass alle weg sind. Das ist eigentlich sehr selten der Fall. Deshalb gibt es immer diese ganzen Sales und deshalb kann man oft eben einfach Produkte im Sale kaufen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil wenn ihr die Produkte nicht sofort, sofort benötigt, dann ist es, glaube ich, einfach das Beste, die Produkte im Sale zu kaufen, weil ihr spart euch ein Geld, habt trotzdem diese wundervollen Produkte und könnt trotzdem, habt trotzdem eine Freude dran. Nur sind sie verbilligt. Also ich glaube, Sale ist wirklich was. Wartet. Wenn ihr, da muss man natürlich ein bisschen länger wie jetzt 2, 3 Tage warten. Also da wird dann schon, also ein Sale ist meistens, bis ein Produkt im Sale ist, ist es meistens so zwischen 2 und 3 Monaten. Das heißt, es ist auch ziemlich, ziemlich lang. Aber da kann man sich halt auch überlegen in der Zeit, will ich es jetzt wirklich noch immer? Oder war es nur der Hype, der mich da reingezogen hat? Und oft ist es eben dieser Hype, der einen reinzieht. Ich bin ein totales Opfer davon. Aber da eben dann, dass man so ein bisschen
sich überlegt, okay, will ich das jetzt unbedingt, unbedingt, unbedingt. Meine Lieben, das waren jetzt alle meine Punkte zum Do's and Don'ts bei Online-Shopping. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie geholfen. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich werde mir dieses Video dann auch noch 3, 4 Mal anschauen. Jedes Mal, wenn ich einen Anfall bekomme sozusagen und mir denke, ich muss jetzt Online-Shopping gehen, werde ich mir dieses Video wieder anschauen und mir denken, okay, weise Worte, hör auf dich, hör auf deine eigenen Ratschläge. Weil ich glaube, das sind eigentlich wirklich, wirklich super Punkte, die ich mir da aufgeschrieben habe, die einem wirklich helfen können. Und ich hoffe, sie helfen euch auch. Und vor allem natürlich, wenn man gerade neu sozusagen in dieses Online-Shopping rein startet, glaube ich, sind das ein paar Punkte, die einem auf jeden Fall helfen können. Und was auch nicht nur mit Make-up zu tun hat, sondern auch, glaube ich, generell im generellen Online-Shopping, dass das Punkte sind, die einem da auf jeden Fall helfen können. Gut, meine Lieben, wie gesagt, das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Irgendwo hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und habt ein weiteres Video von mir. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich glaube, es ist hier. Und Teil dieser wundervollen Familie werdet. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Oder natürlich, wenn ihr einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!